Hallo liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Auslaufen hier am Padersee nach dem Auswärtsspiel bei Kräuter Fürth. Besonders freue ich mich heute, unser Mittelfeldregisseur Philipp Clement, der in der Mannschaft auch Monsieur Clement genannt wird, zu begrüßen. Philipp, du warst gestern ein entscheidender Faktor, ein Türöffner zum 2:2 in Fürth. Glückwunsch erstmal zum Tor in der 89. Danke. Minute. Da schließt sich natürlich gleich meine Frage an. Also wenn man als Zuschauer das Ganze gesehen hat, musste man wirklich in den letzten 5 Minuten aufpassen, dass man das Atmen nicht vergisst während des Spiels. Wie hast du das große Finale auf dem Platz erlebt? Ja, sehr emotional. Also war nach dem 2:0 Rückstand, ja, ich hätte jetzt nicht immer unbedingt auf uns gewettet, aber ja, dann der Freistoß war so ein bisschen der Türöffner und dann nach dem 2:2, ja, ist dann immer so, ich bin jetzt auch nicht so der emotionalste Typ, aber so im Moment kommen dann auch mal die Emotionen mit mir durch und ja, dann jubelt man einfach nur noch und dann muss man aber noch mal kurz runterfahren und sich auch irgendwie so in Erinnerung rufen, es sind noch 2-3 Minuten, nicht, dass wir jetzt noch mal irgendwie einkassieren oder so und haben dann ja auch die letzten Minuten noch mal souverän runtergespielt, ne, und ja, deswegen war es ja, großes Finale und haben uns dann auch für den Aufwand zumindest noch ein bisschen belohnt. Ja. Ich als Zuschauer habe das zwischenzeitlich total vergessen, dass ihr zu 10 wart. Also das hat wirklich super funktioniert, auch mit der Auswechslung beziehungsweise dann mit Böder, der dann reingekommen ist. Fantastisch. Dennoch, wenn wir einmal auf dein Freistoßtor zurückkommen, also als du den Ball da hingelegt hast, habe ich gedacht so, der ist drin. Da war ich mir hundertprozentig sicher, das ist kein Scherz jetzt. Ne? Ja. War das bei dir auch so oder war der Moment ein bisschen später, sagen wir mal so? Das redet man sich immer vorher so ein bisschen ein, ne? Bloß klappt es dann nicht so oft. Aber ich hatte schon auch ein gutes Gefühl. Wir hatten unter der Woche, also am Freitag im Abschlusstraining am Ende noch ein paar Standards geschossen und da hatte ich auch schon eine ganz gute Quote. Deswegen hatte ich ein gutes Gefühl und ja, dann so ein bisschen, er war ja von der linken Seite mit dem linken Fuß. Und mein Vater hat mir früher immer gesagt, ja, schau, wo die Mauer steht, da kannst du links vorbeischießen. Das habe ich mir dann nochmal so in Erinnerung gerufen. Und ja, dass er dann so einschlägt, war natürlich dann schon auch ja, optimal. Danke, Papa Clement. Sehr gut, sehr genau. Guter Tipp. wenn man sich, viele sprechen heute auch, wenn man sich mal in den Social Network umschaut, davon, dass die Mannschaft eine unheimliche Moral hat. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit gucken, und zwar auf den 10.03.2018, da war es zwar dritte Liga und da hieß der Gegner Hansa Rostock, aber da auch Spiel gedreht, 2:0 zurückgelegen, vor allem bei dir dann auch entscheidenden Pass noch auf Strodick gegeben in der, ich glaube, 93. Minute zum 3:2. Ist das etwas, was die Mannschaft auszeichnet, diese Moral? Ja, definitiv. Also ich glaube generell auch, wenn man jetzt so letzte Saison schaut, auch jetzt in der zweiten Liga, so wir versuchen unser Spiel einfach durchzuziehen, auch unabhängig vom Ergebnis. Und das war in den Spielen klar, da ist es dann perfekt gelaufen. Aber ich fand jetzt auch selbst dann letzte Saison, wo wir Spiele hatten, wo wir dann 2-3-0 geführt haben und dann im Endeffekt dann 4-5-6-0 gewonnen haben, ist ja auch irgendwie eine Moral, ne? Dass man dann nicht sagt, ja, komm, kein Bock mehr so auf die Art, sondern dann, wir wollen dann immer weiter und geben weiter Gas. Und auch vom Trainer wird das so vorgegeben und ist ja auch schwer zu übersehen. Er pusht uns ja auch 90 Minuten lang. Das ist einfach bei uns so drin. Wir haben irgendwie Bock, dann weiter Gas zu geben. Und ja, auch dann nach dem 2:0, gestern jetzt in dem Fall, ne, einfach weiter zu spielen und dann nicht irgendwie zu sagen, oh, einer weniger und da geht nichts mehr, sondern immer weiter nach vorne und unser Ding durchziehen. Und, ja. Ja, du selber strahlst eine unheimliche Ruhe aus und eine unheimliche Übersicht auf dem Spielfeld. Du bist jetzt in deiner neuen Rolle als Mittelfeldregisseur, gehst du ziemlich auf. Ist das eventuell ein Posten, wo du sagst, von wegen, du bist da sprichwörtlich in deinem Element? Ja, also die Position ist schon so die optimale für mich. Also letztes Jahr habe ich ja mehr über die rechte Seite gespielt. Hat auch ganz gut geklappt, aber jetzt so für mich persönlich ist die zentrale Mittelfeldposition schon passender und ja, im Moment läuft es ganz gut. Klar, ich versuche eine Ruhe auszustrahlen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe in der Mannschaft, weil wir ja schon viele Spieler haben, die viel Tempo gehen und immer nach vorne marschieren und Gas geben und ich glaube, dass ich da so ein bisschen vielleicht der Ausgleich bin, der dann vielleicht auch eher mal abdreht und dann das Spiel vielleicht versucht mal ein bisschen zu beruhigen. Gut. Sehr schön, ja. Sehr schön. So, jetzt ist Sonntag, ihr habt heute Nachmittag frei. Wo ist Philipp denn da in seinem Element an so einem freien Tag? Ja. Was machst du heute noch? Ich bleib beim Fußball. Echt? Ja, also ich fahre nach Dortmund. Oh. Schau mir Dortmund-Leipzig an.
ist ja jetzt nicht allzu weit von hier. Und bei Leipzig spielt der Willi Orban, mit dem habe ich die ganze Jugend zusammengespielt. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Und jo, da sagt man nicht nein. Warum nicht? Bestes Wetter, bestes Fußballwetter, von daher. Dann wünschen wir dir dabei viel Spaß. Erfolg muss ich dabei nicht wünschen, aber viel Spaß an deinem freien Sonntag. Ja, und vor allem noch für die noch lange Saison, die vor uns steht. Nächste Woche Freitag, liebe Fans, geht es direkt weiter. Und zwar am 31.08. gegen den VfL Bochum. Und da rufe ich doch hier nochmal auf. Kauft Karten. Es ist ein Abendspiel. Es geht gegen die Jungs aus dem Ruhrgebiet. Gegen diese haben wir immer super gespielt. Von daher, Fan, was willst du mehr? Schal raus, Ticket kaufen, ab ins Stadion. Und dann sehen wir euch wieder am Freitag um 18:30 Uhr in der Benteler Arena. Bis dahin, ciao, tschüss und bis bald. Ciao.